sunnitisch-islamischen Ländern oder sagen wir mal in den islamischen Ländern Nordafrikas und der arabischen Halbinsel, also auch in Syrien. Da entstand sie etwa in den 40er Jahren. Aber anders als die ägyptische Muslimbruderschaft war die Muslimbruderschaft in Syrien relativ früh auch schon gespalten. Es gab einen radikalen Flügel, der also auch für den bewaffneten Kampf, also den Dschihad, eingetreten war. Vor allem im Umland von Aleppo und um Hama herum, also in ländlichen Gebieten. Und es gab einen moderaten Teil der Muslimbruderschaft, der mehr in Damaskus angesiedelt war und der sich insbesondere in den 40er Jahren nach der Unabhängigkeit von Syrien 1946 auch an der Verfassungsdiskussion und an den politischen Debatten beteiligt hat. Die Muslimbruderschaft in Ägypten war aber immer wegweisend und dort entstand dann neu die Ideologie des Dschihad durch Said Qutb. Das ist dieser Herr hier, der war eigentlich ein Lehrer, hat sich dann der Muslimbruderschaft angeschlossen, wurde Chefideologe und hat also vehement den Dschihad propagiert. Die Muslimbruderschaft verübte dann ein Attentat auf Nasser in den 60er Jahren. Qutb wurde verhaftet und hingerichtet. Und das führte eigentlich dazu, dass die Bewegung sich insgesamt radikalisiert hat und auch verbreitert hat. Sie hat sich dann ausgebreitet auch über Saudi-Arabien auf die arabische Halbinsel. Aber die Ägypter waren sozusagen führend, als die Dschihadisten, wie man dann auch schon sagte, nach Afghanistan gingen. In Afghanistan wurde Krieg geführt gegen die Sowjetunion und daran beteiligt waren die sogenannten arabischen Taliban, hier um Zawahiri und um Osama bin Laden, der ja bei uns vor allen Dingen auch recht bekannt geworden ist. Diese Dschihadisten haben also dort in der afghanischen Gesellschaft sich niedergelassen und haben dort sich an dem Kampf gegen die Sowjetunion beteiligt. Und das hat dann zu dem Namen Al-Qaida geführt. Das heißt ja eigentlich nur die Basis, die Gruppe dort, wo man halt ist. So entstand also in Afghanistan Al-Qaida immer auf, also es war eigentlich dann ein Gemisch aus der Ideologie der Muslimbruderschaft, des Dschihad und den Wahhabiten und Salafisten. Und aus Afghanistan ging die Gruppe dann in den Irak 2003, wo man vorher solche Leute gar nicht kannte. Führend war Al-Zarqawi, der war ein Jordanier, der also auch dem Salafismus anhing und dann Al-Qaida im Irak gründete 2003. Und 2004 entstand der Islamische Staat im Irak. Der Islamische Staat im Irak war sozusagen ein Ableger von Al-Qaida und die ersten Anschläge von diesem Islamischen Staat im Irak, damals war ich in Bagdad, habe ich mitgekriegt, die richteten sich immer gegen Minderheiten, wie die Jesiden zum Beispiel, da gab es einen gigantischen Anschlag 2004 mit über 300 Toten und ansonsten wurden immer Bushaltestellen oder Einkaufszentren angegriffen und vor allen Dingen Frauen, die sich eben halt politisch oder beruflich betätigten. Das war der Beginn des Islamischen Staats im Irak und mit dem Krieg in Syrien und den Unruhen in Syrien wurde es also dann der Islamische Staat im Irak und in der Levante. Levante steht für die Länder, die am östlichen Mittelmeer liegen und so kam also auch al-Baghdadi, dieser angebliche Führer des Islamischen Staates, dort zu Macht und Ansehen. Man weiß eigentlich gar nicht genau, wer er ist, man hat nur wenige Aufnahmen, aber ich will da jetzt nicht weiter spekulieren. Ich wollte nur mal so diese historische Linie, auf was eigentlich diese Gruppierung basiert. Hat sie Unterstützung in der Bevölkerung? Ja und nein. Das Gebiet, wo dieser Islamische Staat vor allen Dingen stark ist, ist das Grenzgebiet zwischen Syrien und Irak. Dort gibt es Stämme, die haben keine Anbindung an die Regierung in Damaskus, sie kümmern sich nicht drum. Und teilweise auch umgekehrt, muss man sagen. Und
Diese Stämme haben verfolgen eine völlig andere, eine andere Autoritätsstruktur. Und sie haben teilweise diesen Dschihadisten eine sichere Zuflucht geboten, als sie verfolgt wurden, entweder von den Amerikanern oder von der syrischen Autorität oder wie auch immer. Da haben sie sich dort, also im Grenzgebiet, waren sie geschützt und erhielten Unterstützung, Aufenthalt, Nahrung, ein Dach über dem Kopf. Und konnten unter der jungen männlichen Bevölkerung dieser Stämme auch rekrutieren, weil sie auch bezahlt haben. Sie hatten Geld. Ja, sie hatten nicht erst Geld, nachdem sie die Ölquellen eingenommen hatten, sie hatten vorher schon Geld. Und dieses Geld kommt aller Wahrscheinlichkeit nachher von reichen Geschäftsleuten am Golf. Das sagt man immer so. Wenn man sagt, woher kommt das Geld für diese Gruppierung, reiche Geschäftsleute am Golf spenden für diese Kampfverbände. Das wurde beobachtet, dass diese Gruppierungen stark wurden vom US-amerikanischen Militärgeheimdienst. Die haben da 2012 schon eine Studie drüber erstellt, damals noch geheim, wurde mittlerweile veröffentlicht, aus der ganz klar hervorgeht, dass diese Gruppierung immer stärker und immer stärker wird, die Islamisten in Syrien. Und wenn man sie nicht stoppt, würden sie vermutlich ein Kalifat im Osten von Syrien errichten. Und genau das ist geschehen, weil man sie also hat gewähren lassen und weil sie sich auch bedienen konnten an den vielen Waffen, die dort hingeliefert wurden, wurden sie also sehr stark. Sie haben Unterstützung gekriegt von ehemaligen irakischen Offizieren. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist eine außerordentlich gefährliche Gemengelage gewesen. Und diejenigen, die sich gegen sie gestellt haben, auch Stämme in diesem Grenzgebiet, die wurden also gleich zu Hunderten hingerichtet. Und das ist natürlich eine enorme Abschreckung. Insofern haben sich viele Menschen dort auch arrangiert. Zumal der IS dann auch angeboten hat, sie könnten sich beteiligen an den Ausbeutungen aus den Ölquellen, auf ihre eigene Kasse Öl verkaufen und so weiter. Also so haben sie einerseits durch Abschreckung, andererseits durch Integration und Einbindung haben sie die Bevölkerung teilweise, die nicht geflohen ist, an sich gebunden. Die kurdischen Kämpfer, ich möchte hier nochmal eine Karte zeigen, die stammt aus dem Atlas der Globalisierung von Le Monde Diplomatique. Wie Sie wissen, die kurdischen Gebiete in der Region sind verteilt auf 4 Staaten, Iran, Türkei, Irak und Syrien. Und das sind so verschiedene Grenzziehungen, wo man den Kurden immer mal angeboten hat, ihr könnt einen eigenen Staat bekommen. Ja, also dieses hier war nach dem Ende des Osmanischen Reichs innerhalb der Roten Linie ein eigener Staat wurde den Kurden im Osten der Türkei angeboten. Es kam nicht dazu. Einige Zeit später wurde ihnen angeboten, innerhalb der Gelben Linie einen eigenen Staat zu bilden. Auch dazu kam es nicht. Und bei der Gründung der Vereinten Nationen bot man ihnen an, einen Staat innerhalb der Grünen Linie, also praktisch das gesamte Siedlungsgebiet über 4 Länder hin, als Staat zu gründen. Auch dazu kam es nicht. Die Kurden haben eine Art Autonomiestaat im Norden des Iraks und ihr starker Wunsch nach einer staatlichen Struktur und eigener politischen Struktur wird auch immer wieder benutzt von regionalen und internationalen Mächten, um sie sozusagen für die eigenen Interessen zu benutzen. Ja. Also sie sind, ja. Warum kam es zu diesen ganzen Staatsbildungen nicht? Wollten die Kurden das nicht? Oder? Nee, die Kurden wollten schon, aber die sogenannte internationale Gemeinschaft wollte das nicht. Also keines dieser Länder, weder der Iran noch der Irak, auch nicht die Türkei und auch Syrien, würden zustimmen, dass es dort eine eigenständige kurdische staatliche Identität Von wem wurden dann diese Grenz? Die Kurden haben das selber vorgeschlagen. Ah, okay. Also die politisch organisierten Kurden, die waren nach dem Ersten Weltkrieg noch nicht so
groß und sie waren bescheiden und da ging es um dieses Gebiet innerhalb der Roten Linie. Und dann gab es ja die kurdische Nationalbewegung, die in den 30er, 40er, vor allem in den 50er Jahren immer stärker wurde, im Irak, aber auch im Iran, auch in der Türkei. Und so gab es dann diese unterschiedliche Grenzziehung. Heute haben die Kurden, wie gesagt, dieses Autonomiegebiet im Norden des Iraks und eigentlich ein de facto Autonomiegebiet auch im Norden Syriens. Die syrische Regierung würde sich wahrscheinlich mit den Kurden darauf einigen, dass sie dort weitgehende Autonomie erhalten können. Aber für die Türkei ist das ein rotes Tuch. Und deswegen ist die Türkei nicht nur gegen die Kurden im eigenen Land vorgegangen, hat dort die sämtlichen politischen Strukturen zerschlagen. Amnesty International spricht gerade von 500.000 Menschen, die da vertrieben worden sind in den letzten Monaten. Sondern die Türkei ist in Syrien einmarschiert und hat also auch dort bereits kurdische Stellungen bombardiert und die Kurden angegriffen. Vielleicht haben Sie es gehört, es gibt ja auch Internationalisten, die in den Reihen der Kurden kämpfen, also unter anderem auch Deutsche und Amerikaner oder auch, ich glaube, auch aus anderen Ländern, aus Dänemark. Und bei einem solchen Luftangriff der türkischen Armee ist vor 2 Wochen ein junger Mann aus Bielefeld, ein Deutscher, und Amerikaner sind dabei zu Tode gekommen. Vielleicht ist es noch interessant zu sehen, auch woher eigentlich die Rekrutierung dieser internationalen Kämpfer kommt. Und das möchte ich Ihnen hier auch nochmal zeigen. Die ja nicht nur in Afghanistan, sondern in vielen Ländern aufgetaucht sind. Wir haben hier eine Karte wiederum von Le Monde Diplomatique. Diese rot eingekreisten Staaten sind sogenannte Staaten auf der Achse des Bösen und Länder, gegen die die USA den Krieg gegen den Terror führt. Also sie haben diese Staaten als Terrorexporteure sozusagen gebrandmarkt. Und genau durch diese Länder gehen solche sogenannte Fernverbindungen, über die alles Mögliche transportiert wird. Das sind oft Handelswege, ganz normale Handelswege, aber mittlerweile wird dort geschmuggelt. Also wir sehen das hier zum Beispiel Afghanistan, durch den Iran, durch Syrien, dann hier entlang Nordafrika bis nach Westafrika, Marokko oder bis hier runter nach Äthiopien, Somalia, ans Horn von Afrika. Also das sind weitreichende Verbindungen, wo, wie gesagt, früher waren es Handelswege, dann wurden Menschen geschmuggelt, Waren auch geschmuggelt, Drogen zum Beispiel, Waffen und Kämpfer, aber immer auch die Ideen. Also bestimmte Ideen kamen auf diese Art und Weise, zum Beispiel von Marokko oder Tunesien bis Afghanistan oder dann wieder zurück in den Irak und nach Syrien. Und bedient werden diese Handelswege von Organisationen, die eben in diesem Gebiet aktiv sind. Das sind entweder Handelsorganisationen, also Händler, ne, reiche Geschäftsleute vom Golf, die mit ihrem Geld zum Beispiel in Flüchtlingslagern in Tunesien oder auch im Libanon, wo palästinensische Flüchtlinge sind, da werben sie junge Männer an, die dann als Söldner sozusagen in den Dschihad ziehen. Das läuft entweder durch ein Gespräch oder es läuft über Moschee, über Moscheevereine, die also auch finanziell von diesen reichen Geschäftsleuten am Golf unterstützt werden. Und so wird die Not, insbesondere von jungen Männern, die keine Perspektive haben, keine Arbeit, keine Perspektive auf Zukunft, die auf den Lagern leben, also allein die palästinensischen Flüchtlinge, Flüchtlingslager im Libanon, sind furchtbar, wenn man das mal da gesehen hat, wie die da leben müssen. Sie dürfen teilweise auch außerhalb gar nicht arbeiten. Dann sind sie auch anfällig für solche Ansprache, zumal sie auch Geld dafür bekommen. Und wenn sie dann sich bereit erklären, beispielsweise als Selbstmordattentäter
sich einsetzen zu lassen, dann ist das meistens damit verbunden, dass der Familie versprochen wird, wenn der junge Mann das tatsächlich gemacht hat, dass für die Familie finanziell gesorgt wird in einer gewissen Weise. Also es ist ein Geschäft mit dem Elend und der Perspektivlosigkeit von jungen Männern und mit dem Tod, basiert aber natürlich auch auf einer politischen Unfähigkeit der Regierungen in diesen Ländern, dass sie diesen jungen Leuten keine Perspektive bieten. Ja. Also, dass Flüchtlinge im Libanon nicht arbeiten dürfen, dass junge Männer in Marokko oder Tunesien vielleicht eine Ausbildung haben, aber keinen Arbeitsplatz finden. Das sind Probleme, die seit vielen, vielen Jahren bekannt sind und die aber auch nicht bekämpft worden sind. Wie sind die Waffen dorthin gekommen nach Syrien? Also die syrische Regierung bekommt Unterstützung von Russland und vom Iran. Das ist durch Verträge seit den 50er Jahren mit Russland, seit den 70er Jahren mit Iran geregelt. Ja. Aber die Kämpfer, die also dort in Syrien unterwegs waren, bekamen Waffen auf dem Luftweg. Und das hier ist eine Karte, die von der New York Times veröffentlicht wurde. Es war eine Langzeitstudie, die begann im Januar 2012. Da war dieser Konflikt in Syrien noch sehr jung. Aber da wurden aus Doha, das ist die Hauptstadt von Katar, und aus Riad und Karsch, also dem Militärstützpunkt der saudischen Armee, Waffen mit Flugzeugen nach Ankara geflogen. Und aus Zagreb, aus Kroatien, wurden Waffen mit dem Flugzeug nach Amman gebracht, nach Jordanien. Und aus Ankara wurden diese Waffen auf dem Landweg ins Grenzgebiet, ins syrisch-türkische Grenzgebiet gebracht und dort verteilt, unter der Kontrolle des CIA und des militärischen Geheimdienstes der Türkei. Das ist bekannt seit langem, es wurde aber nicht thematisiert, auch in den Medien nicht. Erst als die türkische Tageszeitung Cumhuriyet im vergangenen Jahr einen Bericht veröffentlichte, weil der Gouverneur von Adana einen solchen Transport gestoppt hat und ihn hat durchsuchen lassen und es zutage trat, was also da drin war. Und Cumhuriyet hat darüber berichtet und wurde angeklagt und Sie wissen, der Chefredakteur ist jetzt hier im politischen Exil in Deutschland. Erst da wurde das praktisch auch mal thematisiert in unseren Medien. Aber dass es so gelaufen ist, das hat die New York Times schon im März 2013, als sie diese Studie hier veröffentlicht hat, bekannt gegeben. Aus Europa wurden jede Menge Waffen geliefert an die Staaten in der Region, die die Kämpfer unterstützen. Das ist Frankreich in erster Linie, Italien, Großbritannien, aber auch Deutschland liefern vor allen Dingen Waffen an Saudi-Arabien und an Katar. Zwei der Staaten, die neben der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten diese verschiedenen Rebellengruppen oder Kampfgruppen in Syrien unterstützen. Und ich war ja jetzt in Aleppo und habe dort also auch deutsche Waffen man hat mir deutsche Waffen gezeigt, die gefunden wurden bei der Rückeroberung eines Viertels im Norden von Aleppo. Die sind vermutlich über die Türkei da hingekommen, aber immerhin sind es Waffen made in Germany. Waffen werden auch geliefert aus Osteuropa. Hier hat eine Langzeitstudie ein Jahr, ist veröffentlicht worden von einem Recherchenetzwerk vom Balkan, das Balkan-Recherchenetzwerk von Journalisten. Sie haben Flughäfen in Serbien, Slowenien, Bulgarien und in der Tschechischen Republik beobachtet, haben dort 68 Cargo-Flüge, also Transportflüge, beobachtet. Von denen konnten sie 50 bestätigen, dass darin Waffen geliefert wurden, schwere Waffen, Panzer auch und Fahrzeuge. Und zwar in Zusammenarbeit mit Personal auf dem Flughafen. Sie haben Fotos veröffentlicht und haben also veröffentlicht, dass diese Waffen geliefert wurden in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien und nach Jordanien vor allen Dingen.
wo sie dann wieder rückgeführt wurden ins Kampfgebiet nach Syrien, beziehungsweise die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien führen auch Krieg im Jemen und auch dort werden diese Waffen eingesetzt. Also Europa ist wirklich, würde ich mal sagen, bis zur Haarspitze in diesen Konflikt mit involviert. SIPRI hat jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, wonach die Waffenexporte aus Europa um 6,6% gestiegen sind im Berichtsjahr 2015 und zwar vor allen Dingen in die arabische Welt, in die Golfstaaten. Es gibt ja nun neben diesen Waffenlieferungen auch eine Fülle von Versuchen, Frieden in Syrien zu schaffen. Und daran beteiligt sind also die sogenannten internationalen Think Tanks. Hier in Deutschland ist das die Stiftung für Wissenschaft und Politik. Die RAND Corporation hat einen Plan, einen Friedensplan für Syrien veröffentlicht. Und da möchte ich Ihnen eine Karte zeigen, die Sie also auch Sie sehen hier auf der linken Karte, die ähnelt ja der, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Ja? Hier haben Sie eine Aufstellung gemacht, wer welches Territorium in Syrien kontrolliert, und zwar nach religiösen und ethnischen Zugehörigkeiten. Also Sie haben die kurdischen Rebellen, Jabhat al-Nusra oder ISIS, dann die Hisbollah und die Regierung, ja, die eben diese verschiedenen Gebiete kontrollieren. Und ihr Plan ist, Frieden in Syrien zu machen, das ist die andere Karte auf der rechten Seite, indem man Syrien aufteilt. Ja. Also einen Frieden zu schaffen, indem man Syrien genau nach diesen Frontlinien, die es jetzt gibt dort, aufteilt. In einen Teil hier oben unter Kontrolle der Kurden, ja, dieser braune Teil unter Kontrolle vom IS, das wird so offiziell vorgesehen, ja, also dass man dieses Gebiet sozusagen dieser Organisation überlassen will. Dieses Grüne soll der Opposition zugeschlagen werden, das hatte ich vorhin erklärt, das sind vor allen Dingen islamistische Leute, die deren Plan für Syrien der Koran ist. Und ein kleines Gebiet hier in Braun unter Kontrolle der Regierung. Man will also ein kleines Rest Syrien sozusagen übrig lassen. Das ist der Friedensplan, den die amerikanischen Think Tanks und auch hier die Bundesregierung, also Stiftung für Wissenschaft und Politik, hat einen ähnlichen Plan auch aufgelegt, Teilung von Syrien, um Frieden zu bekommen. Der russische Nachrichtensender Russia Today hat diese Karte mal genommen und hat gesagt, hinter diesen Akteuren und Kämpfern stehen ja regionale und internationale Mächte, die sie finanzieren, die sie aufrüsten, die ihnen militärisch und politisch helfen. Hinter den Kurden stehen die Amerikaner, ja, die sie bewaffnen und übrigens dank der Kurden da oben auch schon eigene Flugplätze haben einrichten können, die Amerikaner. Hinter den Islamisten steht die Türkei, Jordanien, die Golfstaaten, aber auch europäische Staaten, Großbritannien, Frankreich vor allen Dingen. Hinter der Regierung steht Russland und der Iran, sozusagen als Garantiemächte. Und der Islamische Staat steht aber irgendwie so ganz alleine da, ne, ganz kräftig und stark. Aber wenn man genau hinguckt, auf jeden Fall Saudi-Arabien steht dahinter. In gewisser Weise auch die Türkei, die ja den IS auch Zugang zu, also der IS hat sozusagen auch eine Dependance in Gaziantep, eine Stadt im Süden der Türkei. Aber auch die USA hat also mehr oder weniger diese Gruppierung benutzt, um dort im Region, in dem Gebiet halt für Unruhe auch zu sorgen.
Aber wenn man das so sieht, eine Aufteilung in Syrien und man sieht die Garantiemächte, die das sozusagen absichern sollen, dann